mission is to prevent the Tlaloki from slaughtering the rest of the civilians. They're exceptionally nasty fucks. Negotiation is not an option. Thanks for the reminder. I was just about to try hugging him to death. Move out! Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen Zero Calibre. Das Spiel erscheint am 9. November im Early Access. Ich durfte es schon vorab testen und ich kann nur sagen, es hat verdammt viel Potenzial. Mir hat es Spaß gemacht und ja, das wollte ich euch jetzt mal hier zeigen. Wir haben das Ganze auch schon im Koop im VR-Pack-Channel live gestreamt, auch wenn mein Bild genau da stehen geblieben ist. Ja, weil es halt irgendwie was abgeschmiert ist. Ich musste neu starten, danach war das Bild nicht mehr da. Ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, aber sowas passiert leider im Livestream. Ja, wir haben alle möglichen Waffen, also wir können auch alles abmontieren, wie wir hier sehen. Sobald es gelb wird, kann ich es wegnehmen. Also man kann die Optics wechseln, man kann hier diesen Buttstock tauschen. Das alles gibt es auf dem Schießstand im Hauptmenü. Da können wir nachher auch mal kurz reingucken nach dieser Mission. Hier habe ich auch noch eine andere Waffe, ich glaube das ist die SCAR gewesen. Mit einem anderen Scope drauf. Und ja, man kann verschiedene Feuermodis einschalten. Also hier haben wir jetzt, ja, wie wir sehen, Dauerfeuer. Die Waffe geht auch hoch. So, wenn wir jetzt festhalten, müssen wir ein bisschen gegenlenken. Dann geht es nicht so extrem hoch. Dann haben wir hier auch den Einzelschuss. Da schieße ich eigentlich am liebsten mit. Natürlich im Nahkampf ist natürlich Dauerfeuer immer besser. So, das wäre das. Ja, ich habe alles auf High geschaltet. Ich hoffe, meine Grafikkarte kann das verkraften. Wenn es nachher ruckelt, okay. Also wir können auch überall hochklettern. Das kann ich euch gleich mal hier zeigen. Also ihr seht hier diese zwei Punkte, diese, ja, LEDs nehmen wir mal an unseren Handschuhen. Ja, und da können wir halt überall wirklich hochklettern. Ist ganz cool gemacht. Wir können sogar, das haben wir im Livestream festgestellt, wir können hier überall hochklettern. Also sobald die Hand leuchtet oder die zwei LEDs leuchten, kann ich mich mit der Grip-Taste hochziehen. Und das geht echt, ja, fast bis ganz oben, also sehr cool gemacht. Natürlich fehlt jetzt hier auch die Physik, dass so ein Ast umknickt oder so. Ich kann mich hier jetzt so festhalten. Und dann fallen wir, lass uns mal runterfallen. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier zur Mission. Hier haben wir noch Granaten und so weiter, was wir uns nehmen können. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, das Ganze ist Early Access. Ist nicht alles, noch nicht alles optimal, aber es macht trotzdem schon verdammt viel Spaß. Und ich bin echt auf die Early Access gespannt. So, was haben wir denn hier noch für Waffen? Hier hatten wir noch eine Pistole. Das ist eine M16 oder so. Mit Kimme Korn. Aber wir behalten unsere Waffen. Ich schieße momentan mit der am liebsten. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal hier zum Commander. Ah, der hat nicht viel zu sagen. Okay, dann los geht's. Ich hoffe, es ruckelt nicht so sehr in der Aufnahme. Okay, da clear the area. Okay, da sind schon Gegner, da sind schon Gegner. Okay, läuft auf jeden Fall. Cover me, I'm moving in. Wow, okay. Gar nicht so einfach. Okay, den haben wir glaube ich gehabt. Jetzt gehen wir rein. Okay. Oh.
Okay, ich würde fast sagen, dass wir das alles geklärt haben. Okay, man merkt auf jeden Fall, dass es nicht ganz sauber glatt läuft, aber ich lasse die Einstellung jetzt erstmal. Wir haben noch Granaten, hier könnten wir noch Pistolen nehmen, aber wir bleiben bei unserer Ausstattung hier. Hier hätten wir jetzt einen Laserpointer, können wir den auch noch? Ja. Ja, das ist ja cool. Okay, kleines Upgrade für unsere Waffe. Wo sind unsere Leute? Okay, ach so, die warten schon auf uns. Okay, den haben sie erwischt. Armer Kerl. Rest in peace. Wir gehen hier hoch. Okay, los geht's. Komm, den haben wir, oder? Okay, wir laden mal am besten nach, bevor wir jetzt hier weiter rumknallen. Also mit dem Laserpointer ist ganz cool. So, wir werden jetzt da hochklettern. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Wow, wir haben hier ein Scharfschützengewehr. Dann probieren wir mal, ob wir irgendwas treffen. Ich würde fast sagen, nein. Ja, war schon fast klar. Okay, wir gehen mal in die Hocke. Das ist ein blödes Scope dafür, oder? Okay, der war auch nicht sehr weit weg. Okay, da oben, den müssen wir holen. Haben wir ihn? Oh, jetzt nehmen wir aber mal hier unsere, oder? Ah, da haben wir ihn doch. Wenn ihr jetzt seht, wie ich zitter, ja. Also mir fehlt noch ein Whisky. Need backup. Ah, den haben wir auch. Da oben, da hinten ist noch einer. Schwierigkeitsgrad ist gerade Medium eingeschaltet. Oh. Ich wollte jetzt nicht ganz hart, aber auch nicht zu leicht. Ist natürlich dann auch blöd, wenn es zu einfach wird. Okay. Und los. Bring mal nachladen nochmal. Können wir gleich mal probieren, ob wir so eine Granate mal vernünftig schmeißen können. Das bietet sich vielleicht gleich an. Ich werde wieder hier rechts rumgehen, glaube ich. Wow! So. Komm, den treffen wir, oder? Komm! Aber nicht, der ist nicht kaputt gegangen, doch. Yes. Den haben wir auch. In das Haus rein hier. Oh, fuck. Das war schlecht. Nachladen. Also Laservisier mag ich jetzt schon. Boah, unsere Leute sind aber auch schlecht. Oh.
Oh. Von wo, von wo? Okay, sind alle, oder? Von irgendwo werden wir noch geschossen? Mann! Was haben wir hier? Da fliegt der Teil weg, okay. Okay, wir packen uns nochmal welche, vielleicht wird es gleich besser. Okay. Und weiter geht's. Also ich kann mir echt vorstellen, dass es ein richtig, richtig cooler Koop-Shooter wird. Natürlich schreien natürlich auch viele jetzt nach PvP. Aber ich finde es schon wichtig, dass solche Spiele auch Koop unterstützen. Nicht jeder mag PvP-Matches. Und wenn es eine gute KI wird, die immer wieder verbessern, dann ist es im Koop auch geil. Natürlich muss die KI sich vernünftig verhalten. Okay, da ist wieder so irgendein Haus. Da waren wir auch. Da waren wir auch im Livestream. Ah, das ist auch schon einer von uns hier. Den gelben Knopf. Ground, fellas. Think of your families. What the hell? Wir versuchen mal ins Haus zu kommen. Take cover! Double check your shots. Civilians at the house. Roger that! Wir versuchen mal hier hochzugehen. Clear, I have gut. Some information. Friendlies inside. Hold your fire. Okay. Civilians inside. Talk to civilians. Who the hell are you? OSA. We're doing rescue and evac. We thought that we were left to die. We had to fight and delay them while our families get away. I've never killed before. Where did the other Tlaloki go? They're headed straight downtown, looking to take as many new thralls as they can. And they are not fucking around. If they find you... Okay, wir werden wieder angegriffen. Defensive positions near the house. I've got visual. Engage it! Lead back out! Not again. Protect the civilians! Take cover! Oh Gott, ey. Ich komme ja von überall her. Okay, ich versuche mal nach oben zu kommen, aufs Dach. Ob ich eine bessere Schussposition finde. Du musst das schon gekriegt haben, den Typ, ey. Okay, wir nehmen mal die andere Waffe. Einen besseren Zoom drauf. Oh. Ja, die... Okay, eigentlich habe ich gedacht, die wäre direkt neben ihm gelandet. So, den haben wir auch. Oh, die kommt von überall her jetzt. Also in der Brille läuft es noch stabil. Ich hoffe, in der Aufnahme auch. Den haben wir auch. Ach,
glaube ich, oft gegen die Sandsäcke, ja? Oh, ich bin hier schon ganz an der Wand. Okay, von wo kamen die? Oh, da oben. Komm, da gehen wir mal hin. Tanz, Junge, tanz! Thank you. We'd be dead if not for you. Thank you. No need. The evac team will arrive soon. You better get going, ASAP. Regroup. Was sehen Sie, Commander? Okay. Also ihr macht nichts, dann werde ich jetzt hier das Zepter in die Hand nehmen. Das war mal Wahnsinn, die Explosion gerade. The General is on the line, patching him through. Good morning, Lieutenant. That explosion came from the water purification plants. These facilities are vital to the rehabilitation of the area if they're ever to be taken. Rendezvous with Lambda Squad and the coordinates provided. Now take up your current objective and you'll march to the purification plants. Also laser pointer ist echt Gold wert. Da kann man ein bisschen schneller zielen als mit dem Fadenkreuz. Hold position. Dann probieren wir das mal. Ich geh mal hier irgendwo hoch. Da dritte zwar viel, Leute. Oh, zieh doch durch, das Ding. Wow. Machen meine Kameraden auch irgendwas? Ich mach mal so ein bisschen Übung bei dem. Sieg! Okay, 20 Minuten, 75 Kills. Jetzt haben wir hier ein paar Sachen freigeschaltet noch. Ja, das wird wahrscheinlich an dem Hauptspiel auch echt was Gutes sein, dass man sich Waffen freischalten muss, um besser zu werden. Da weiß ich auch nicht, wie lange dann sowas dauern wird. Weil in so Spielen wie Battlefield oder so dauern ja Waffenfreischaltungen teilweise ewig. Also wir waren auch nicht ziemlich genau, 35% ist nicht so gut, aber egal. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ins Hauptmenü. Okay, Leute, wir sind im Hauptmenü gelandet, wie schon erwartet. Dann gucken wir mal da hinten, was da noch gibt. Da gab es noch eine Mission, die konnte man hier auswählen. Genau, Friendly Fire. Da musste man so ein Dings erobern, so einen anderen Stützpunkt.
Das machen wir mal. Das war halt eine Übung. So, hier können wir uns auch wieder Sachen aussuchen. You know the routine. Defeat the enemy team and the jacuzzi is yours tonight. Thankfully, dann machen wir das auch mal. With heavy rubber bullets. Be ready for some. So, was haben wir hier für... Also der ist natürlich nicht schlecht, aber den will ich jetzt mal wegmachen. Und der war nicht schlecht eben. Und was war das nochmal? Gucken wir mal. Ja, das ist auch gut. Okay, behalten wir das mal. Viper und wer bist du? Reaper. Okay. Ja, ist ein Übungsgelände. Und wir versuchen jetzt die andere Basis einzunehmen. Gehen mal über die linke Flanke hier. Natürlich gut, wenn die alle einfach durch die Mitte laufen wollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist einer, oder? Oh Leute! Ich bin hier irgendwie komplett alleine, oder? Okay, jetzt packen wir uns eine Granate. Jawohl, boom! Gut, ist hier ein bisschen mehr Muni. Eine harte Übung ist das hier. Okay, da können wir was probieren jetzt, Leute. Wow. Das war doch schon mal gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Get them! The line. Hurry the fuck up, troopers. Goddamn, dust is making me thirsty. To the left! To the left! Mal gucken, was hier ist. Try mouth! So, schnell hoch hier. Und gewonnen, oder? Well done, jawohl. Also Genauigkeit geht auch langsam hoch, wie ihr seht. Ja. So stehe ich richtig. Wir haben wieder einige Sachen freigeschaltet. Okay. Dann würde ich sagen, ich zeige euch nochmal kurz den Schießstand, bevor wir hier jetzt rausgehen. Also hier seht ihr alles, was man freigeschaltet hat. Man kann alles hier wirklich kaufen. Einige Sachen habe ich schon gekauft, einige noch nicht. Scopes kann man kaufen. Dann hat man hier überall diese... Ach, warte mal. Ich mache das alte mal kurz ab. So. Haben wir andere Visiere. Also ich finde es echt cool gemacht, dass man das sich so gut anpassen kann nach den eigenen Bedürfnissen, sage ich mal. Guck mal, was das kann hier, das ACOG. ACOG sind meistens ja vierfach Zoom. Ich habe es eben noch schon probiert, also ich habe das Gefühl, dass die Schalldämpfer noch nicht so wirklich, ja, im Spiel sind sie drin, man kann sie auch aufstecken. Probieren wir einfach mal, ob der hier passt. Der passt auch. Aber die Waffe wird noch nicht leise. Aber wie gesagt, ist eine ganz frühe Version. Ist noch vor Early Access. Das heißt, es sind auch viele Sachen nicht eingestellt und ja, eingerichtet, sage ich mal. Implementiert. So, da haben wir das richtige Wort.
Aber ihr seht, was für Möglichkeiten man hier haben wird. Und ja, im Spiel habt ihr auch gesehen, in der Map gerade, das macht richtig Spaß. Und wenn man das wirklich mit Freunden zockt, umso besser. Einer kann sich einen Sniper schnappen, sich irgendwo verbarrikadieren und wirklich unterstützen. War natürlich jetzt auf der mittleren Stufe noch nicht so schwierig. Klar, man hat schon mal Treffer abgekriegt, aber man ist jetzt nicht gestorben. Ich denke mal, auf High wird natürlich noch mal eine richtig Ecke härter werden. Und vielleicht wird auch noch die KI besser, ich weiß es nicht. Aber denke ich schon, dass die da auch noch an der KI arbeiten, an der Wegfindung von den Gegnern und so weiter. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen nach oben, Abo dalassen wäre nice. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.